Gut. Hubert, du bist bekannt durch die Flötenshow im ORF beim Wie? Großen Stars. Große Chance hat es. Die große Chance, genau. Im RTL hast du das auch gemacht, ja, du hast da mitgemacht. Was kannst du jetzt da? Das ist was, eine fixfertige Flöte. So soll es ja auch schon, wenn es fertig ist, nach einer Minute. Und du bastelst jetzt in einer Minute eine Flöte und kannst spielen darf? Ja, wenn wir Glück haben, wenn alle. Das will ich sehen. Du hast ja so einen Stapel schon mitgenommen. Ja, ich stehe auf da, und ich muss ein bisschen. Ich habe ja ein paar schwere Geräte auch mit. Soll ich erklären, was ich mache, oder wisst ihr eh, was ich mache? Nein, währenddessen du erklärst und schon. Was ist das, ein PVC-Stangerl oder was, ja, ist das? Ja, das kriegt man, im Bauhaus. Die Elektriker trifft man dort an der Ecke. Okay, und ein paar Muss. So, das sind ein paar schwere Kaliber. Das gibt es auch nur beim Feicht. Können wir da mal hingehen, Herr Feicht, zu den starken Männern? Ja. Stark braucht man noch nicht sein. Also, man muss nur sehr konzentriert sein. Also, das erste Säge. Na, warte, soll ich jetzt schon stoppen, oder was? Willst du stoppen? Na, ja, sicher. Machen wir es auf Zeit. Ja, sicher mal, aber auf Zeit. Was kriege ich, wenn ich unter 60 Sekunden bleibe? Na, kriegst du unter 60 Sekunden, dann machen wir kriegst dann einen guten. Kriege einen Gutschein von ihr? Ja, einen Gutschein schenke ich dir von Figlmüller. Wir starten ab jetzt. Du erklärst uns ein bisschen, was du machst. Ja, ich sage ein bisschen, also wenn ich reden kann. Ich mache jetzt ein paar Löcher rein. Oh, zieht dann du ja. Shit. Ja, nervös bist. Abgerutscht, egal. Es ist gefährlich, ja. Dann mache ich das nächste Loch. Und das nächste. Das nächste, das sind so Vormarkierungen. Parallel nehmen wir uns die Bohrmaschine weg, damit ein bisschen was sieht. Ja, dann nehme ich den. Nein, nein, nicht wegnehmen, ich brauche ihn gleich. Ja, nur das mal was. Ja, dann baue ich jetzt ein paar Grifflöcher rein. 6 Stück. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was verloren an Zeit. Ja, ab, das geht schon. Dann das nächste, halt. Das muss ich nochmal nachbauen. Passt. Und jetzt kommt das gefährliche Loch, das ist das Anblasloch. Achtung. Ein Anblasloch. So, ein bisschen länger. Nein, die Tischspur, der hat viel Geld gekostet. Muss ich schmirgeln, hoppala. So, da ein bisschen schmirgeln, da ein bisschen schmirgeln. Und den Stoppel, den kaufe ich immer beim Hofer, wenn ich sagen darf. Das sind die besten Korkstoppel. Und eine drücken, fertig. Ja, ich spiele auch noch, ne? Spielen auch noch, okay. Ja, aber es ist ja. Wie viel waren? Na ja, so, ich glaube, ein bisschen länger als eine Minute, war schon. Okay. Ariel, sie holen uns da wärmer was zum Trinken, gell? Sie tun sich da, sie sind alle zu Vergnügen da. Und so weiter und so fort. Ja, schön war es, setz dich mal hier, gut gemacht, ja. Nein, nicht schlecht, nicht schlecht. Was sagst du? Super, ich bin super, einmalig. War nicht schlecht, erste Runde. Pädagogisch sehr wertvoll. Erste Runde geht an die. Ja, die geht einfach an die. Du bist im 22. Bezirk Musiklehrer, gell? Darf ich sagen, wo? Ja, selbstverständlich. In der berühmten Bolgastraße, seit über 30 Jahren. Bolgastraße, jawohl. Wo auch schon der Falco und die österreichische Pop-Prominenz aus- und eingegangen ist, oder sind halt die Leute. Also ich bin dort seit 1982 und heute muss ich wieder zurückfahren, wir haben ein Konzert wieder, also wir sind sehr musikalisch orientiert. Und Alaba war auch 4 Jahre bei uns. Wirklich, aber der hat nicht Musik gelernt. Nein, aber seine Schwester ist eine tolle Sängerin, die Rose. Ja, die war 2 Jahre bei mir. Also eine tolle Familie. Ach so. Ich habe die Waldquelle komplett. So, genau. Farella, ein bisschen schneller Musik. Also ein guter Boden für kreative Leute, muss ich sagen. Okay. Der 22. Bezirk.